Hi, ich bin Sebastian und ich bin beruflich viel mit dem Auto unterwegs. Und wenn ihr das aus seid, dann kennt ihr das. Manchmal ist das Navigationsdisplay viel zu klein, dadurch schlecht ablesbar. Und die Geschichte mit dem Kaffee und der Tankstelle, darüber will ich gar nicht erst reden. Worüber ich gerne mit euch reden will, ist das hier. Ich habe jede Menge Gadgets für euch vorbereitet, die euch zeigen, wie bequem Reisen im Auto tatsächlich sein kann. Gegen Müdigkeit im Auto hilft natürlich am besten ein frischer Kaffee. Blöd nur, dass der an der Tankstelle entweder unfassbar teuer ist oder einfach fade schmeckt. Macht aber überhaupt gar nichts, denn mittlerweile gibt es etwas, das sollte auf einer Geschäftsreise im Auto einfach nicht mehr fehlen. Und zwar diese Kaffeemaschine to go, oder ich sollte besser sagen to drive. Denn ihr könnt sie einfach direkt in den Zigarettenanzünder reinstecken. Somit habt ihr die Power, die ihr braucht. Dann einfach hier aufschrauben, Kapsel rein, wieder zuschrauben, Start drücken, 2 Minuten warten und dann direkt in eure kleine Espresso-Tasse einfüllen. Und schon geht nichts mehr schief und ihr kommt ausgeruht und voller Power dort an, wo ihr hin wollt. Die Aktentasche fliegt immer durchs Auto? Kein Problem. Es gibt auch kleine Gadgets, die die Autofahrt um einiges einfacher machen. Zum Beispiel dieser Haken hier. Einfach hinten an die Rücklehne ranhängen, dann die Aktentasche oder die Handtasche ranhängen und schon fliegt nichts mehr durchs Auto. Irgendwie lustig. Auf der einen Seite werden die Displays unserer Smartphones immer größer, aber auf der anderen Seite sind sie immer noch nicht groß genug, um als Navigationssystem zu funktionieren. Macht aber gar nichts, denn es gibt ja dieses Head-Up-Display und das funktioniert folgendermaßen. Ihr ladet euch die App aufs Handy, legt das Handy dann direkt vor dieses Head-Up-Display und ab sofort habt ihr freie Fahrt, weil ihr das Navigationssystem richtig schön groß auf der Windschutzscheibe seht. Und das Beste ist, es funktioniert auch in der Nacht einwandfrei, indem ihr einfach die Helligkeit an eurem Telefon so einstellt, wie ihr es braucht. Apps im Hintergrund laufen wie gewohnt weiter und die Freisprechanlage funktioniert natürlich auch. Der Tag war lang und ihr wollt sicher zu Hause ankommen. Wenn euer Auto nicht über einen Spurassistenten verfügt, dann kann ich euch dieses Sekundenschlaf-Warngerät im wahrsten Sinne des Wortes ans Ohr legen. Das wird einfach hier hinten rangesteckt oder in einer anderen Variante einfach wie einen Ring über den Finger und sobald es gefährlich wird, fangen Sie an zu vibrieren oder geben ein Warnsignal von sich. Handlich, kostet nicht die Welt und rettet im Idealfall Leben. Natürlich gibt es noch viel mehr praktische Gadgets fürs Auto. Sagt mir doch einfach, was eure Favoriten sind und schreibt es hier direkt runter in die Kommentare. Zum Wohl!